So, erster Fight mit meinen neuen Minern, die ja auf Level 6 jetzt sind. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen. Ich habe jetzt ein bisschen gesucht, um die Folge so ein bisschen so anzufangen hier mit dem Rathaus 12, weil die Suche ja doch so ein bisschen länger dauert. Und deswegen musste ich die Folge einfach mal so anfangen, bevor wir überhaupt dann natürlich zur neuen Meta kommen. Denn die neue Meta ist nicht diese Armee hier, das könnt ihr euch sicherlich denken, aber ich wollte ganz gerne mit den Minern mal so ein bisschen auch hier weiterhin angreifen. Also einfach so ein bisschen mit den Minern auch üben. So muss man es ja sagen. Und mal sehen, wie die sich hier schlagen. Ich habe natürlich jetzt keine Mauerbrecher dabei. Das ist ein bisschen doof. Vielleicht ist es auch nicht ganz so schlimm. So, wir gehen hier jetzt mal auf dieser Geraden mit unseren restlichen Truppen rein. Und ihr seht das hier links unten auch. Ich habe auch mittlerweile die Luftballons auf Max-Level, denn nach den Minern hatte ich ja, glaube ich, auch gesagt, nehme ich mir die Ballons hier vor und mache die mit dem letzten Zauberbuch fertig. Hat dann so ein bisschen Dunkles gefehlt, das habe ich aber relativ zügig reinfarmen können und habe jetzt zu den Ballons hier die. Entschuldigt bitte, ich muss mich gerade mal konzentrieren, wo die ganzen Miner jetzt hingehen. Okay, die gehen natürlich auf die Ressourcen, das ist sehr nett. Da sollen sie auch hingehen. Ja, und das passt natürlich hier gar nicht. Eieiei, das passt natürlich gar nicht. Tolle Wurst. Ach, ich wollte eigentlich mit den Minern, wollte ich zwei Giftzauber mitnehmen. Damit mir genau sowas nicht passiert, dass hier ein paar Loons rauskommen. Ah, okay, die haben das aber gepackt. Das ist natürlich nicht schlecht, aber hier gibt es doch ein bisschen zu viel Feuer, glaube ich, für die Kleinen. Ach, da oben sind auch noch welche. Ah, ja. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen da oben. Die haben sich mal wieder geteilt. Okay, das ist immer ein bisschen... Das ist immer ein bisschen blöde. Aber ich glaube, die Base haben wir doch noch ganz gut gemacht. Wir haben jetzt zumindest 82% jetzt schon. Die Ressourcen, ja, da hat er noch ein bisschen was für uns. Und ich will mich nicht ganz aus dem Fenster lehnen, aber das könnte sogar ein Dreier werden. Allerdings sind die Miner hier doch schon ziemlich angeschlagen. Hab aber noch einen Lakaien. Oh, da ist noch eine Riesenbombe. Eieiei. Und es kommt ja noch eine Riesenbombe, nämlich eben Bombenturm. Aber ich glaube, wir haben die Base doch auf 3 geschafft. Super. Also kriegen wir noch 8 Pokale dazu. Ja, wunderbar. Saubere Sache hier. Ja, gar nicht mal. Ja, es geht so. Sie haben sich jetzt geteilt. Aber mit dem Bonus hier, seht ihr selber, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und jetzt kommen wir natürlich auch zur Meta. Denn die hat sich hier... Oh, den Sternebonus haben wir auch. Die hat sich hier im vorletzten Klankrieg gefunden. Ja, und hier unten seht ihr schon die neue Meta. Nein, natürlich ist das ein bisschen mit Ironie und Witz zu sehen. Ja, ist euch sicherlich auch schon mal passiert, dass ihr ja mit Farmtruppen im CK angegriffen habt, einmal draufgeklickt, du wolltest eigentlich nur inspizieren, aber bist auf Attack gekommen, drückst einfach nochmal, ja, Attack, und dann bist du dabei. Ja, da musst du dann natürlich irgendwo das Beste draus machen. Und der Jennek hat hier also 20 Barbaren, 32 Bogenschützen, 17 Riesen, 55 Kobolde. Das ist natürlich sehr, sehr nett, weil vor allen Dingen die Kobolde gehen natürlich ganz, ganz stark aufs Rathaus, weil es ja auch ein Ressourcengebäude ist. Ein paar Mauerbrecher, ein bisschen Magier, Karre dabei. Ja, also musste er hier angreifen. Wir gucken mal, wie er sich hier geschlagen hat. Denn, ja, der Jennek, denke ich mal, farmt mit dieser Armee hier schon die ganze Zeit und weiß eigentlich, wie stark sie denn doch sein kann. Wir gucken mal erstmal noch so ein bisschen Gedenkpause. Er hat ja hier, irgendwas hat er sich jetzt gedacht, jetzt muss ich ja irgendwas machen. Also, hier erstmal mit den Riesen rein und die Karre eigentlich schön geschickt. Die hat jetzt auf jeden Fall so ein paar Mauern vor sich und kriegt ja jetzt auch nicht so den ganz harten Beschuss hier. Ich meine, der Sprung war jetzt grenzwertig. Und der Wut, okay, da sind jetzt die Riesen in Wut, die paar Magier sind in Wut, die müssen auch damit rein. Denn auch jetzt kommen erst die Clanburg-Truppen raus und die Queen geht aber in die Mitte. Jetzt spammt er hier natürlich so ein bisschen die Kobolde, die Bogenschützin, die Barbaren, also alles das, was eben mal geht. Worden super gezündet hier, also hier war richtig, richtig viel gerade in der Worden-Aura drin und überlebt hier. Und ja,
Jetzt ist da hinten so ein bisschen in der Ecke hier bei dem Inferno und bei der Tesla Farm. Ist natürlich jetzt ein bisschen hart für die Queen und für die restlichen Truppen. Die werden da jetzt, natürlich werden die da gebraten. Ja, aber ich meine 63, 66%, Queen noch zündbar. Er hat noch vier Lakaien. Da unten ist der King, okay, der will jetzt unbedingt durch eine Mauer durch. Und ja, hier unten sehen wir es noch, die beiden grünen Kreise, also die Sprungzauber. Die waren ein bisschen unnötig. Ich hätte fast gesagt, ohne die Sprungzauber vielleicht noch oder die Sprungzauber etwas anders platziert, könnten sowas natürlich auch sogar 3 Sterne werden. Also, das ist nicht abgeneigt, dass das hier nicht wirklich hätte klappen können. Mit dieser Armee hier, ich meine, das wäre dann für den Zehner im Clankrieg natürlich eine richtig bittere Erfahrung gewesen. Und wir wollten den Gegner hier jetzt nicht irgendwie aufziehen oder so, so nach dem Motto, so, wir greifen hier jetzt mit Farmtruppen an, weil wir so gut sind mit unseren anderen Truppen. Nein, das war ein echtes Versehen hier. Aber ich glaube, ist nicht ganz so schlimm. Es werden 89% und das finde ich schon nicht schlecht. Mit dieser, ja, Meta-Armee. Also seht es ein bisschen ironisch, aber ich denke mal, das ist euch auch schon passiert. Könnt ihr mir mal unter die Kommentare oder in die Kommentare schreiben, unter diesem Video, ob euch das auch schon passiert ist, welche Armee ihr da vielleicht hattet. Aber wir haben noch ein paar nette Angriffe aus diesem Clankrieg hier. Und wir gehen ruhig mal ein bisschen runter hier im Rathaus 8-Bereich. Tut sich hier bei uns zumindest ja auch so ein bisschen was. Und der Dominik hier hat die 24 angegriffen, also 19 auf 24. Ja, mit dem eigentlich was geht. Er hat den Golem auf Level 1, also gerade so freigespielt, den Päcker auf 3, das ist natürlich super. Ein Päcker dabei, 17 Schweinereiter durch diese relativ ja doch offene Base hier. Ich meine, hier werden sicherlich viele Fallen sein. Erstmal gucken, wie er sich der Clanburg entledigt. Zwei Walküren da unten können natürlich auch schon mal wehtun, aber er macht das hier, glaube ich, ganz gut. Hat Lakaien dabei. Und allerdings jetzt auch nur noch ein und der Päcker, ja okay, der muss jetzt ein, zweimal auf die Walküren schlagen. Hat er ganz gut gemacht, glaube ich, ganz gut gelöst. Und hier kommen ja jetzt vor allen Dingen schon so ein paar Teslas hoch. Das natürlich alle drei sogar. Wunderbar. Ich meine, mit dem Golem und dem davor und dem Päcker dahinter passiert hier nichts. Ja, noch Bowler dabei mit dem King und die Base ist ja relativ offen. Mal sehen, wo er die Mauerbrecher noch setzt, ob die hier noch in die Base reingehen, weil eigentlich musst du nicht unbedingt durch so eine Base hier mit Mauerbrechern durch, denn deine Hauptarmee, ja, sind natürlich die Hockreiter, aber die kriegen es hier auch ganz schön ab gleich zu Anfang. Donnerwetter, das war der Bombenturm und auch gleich in eine Bombe reingeritten. Da mussten die Heilzauber wirklich gut sitzen und ich denke mal, die saßen auch ganz gut. Jetzt kommen die Nervskellys noch dazu. Da hat er den Gift sehr, sehr gut gesetzt, finde ich zumindest, denn den King so ein bisschen verlangsamt. Und er hat jetzt nicht alle Skellies weggekriegt, ist aber glaube ich nicht so schlimm hier hinten. Jetzt hat er noch einen Heilzauber, den wird er jetzt hier hinten nehmen, auch super geworfen. Die Schweine nochmal richtig durchgeheilt und ja, ich glaube, das ist ein ganz gelungener Angriff. Von Rathaus 8 auf Rathaus 8 mit Schweinereitern. Die Base war natürlich längst nicht maxed out, aber seine Truppen sind auch noch nicht maxed. Muss man auch ganz fairerweise dazu sagen, mit den 3er Hawks, mit dem 1er Golem, da geht sicherlich noch einiges und dann werden das hier auch für den Dominik irgendwann mal so ein bisschen schwerere Bases. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber ich glaube, wir spulen den hier mal so ein bisschen vor. Denn es werden natürlich 3 Sterne hier für den Dominik. 19 auf 24. Wir gehen jetzt auch mal so eine kleine Ecke höher, würde ich sagen. Und wie hoch, das sehen wir hier. 10 auf 9, der Splat auf den Lord Snow. Auch nicht schlecht vom Clan The Warriors. Also auch hier waren die Krieger unterwegs. Beide Seiten haben sich hier ganz nett bekämpft, kann man nicht anders sagen. Und auch hier seht ihr, nötigt er die Hawks. Finde ich im Moment im Rathaus 10-Bereich, glaube ich, ist so ein bisschen mit die stärkste Taktik hier. Mit Hawkridern, kleines Killsquad hier, die Karre mit vorgeschoben und auch er hat hier hinten zwei Kobolde dabei, nämlich für einen schnellen Clean-up, gerade wenn außen noch irgendwo so ein dickes Lager ist oder so. Und wenn du die Übersicht so ein bisschen behältst, wo du welches Lager denn gerade mit diesen Kobis machen kann, denn die machen natürlich gerade die Lager sehr, sehr schnell. Jetzt kommt er hier aber erstmal, muss er jetzt richtig, richtig durchheilen gegen die beiden Single-Infernos hier. Erstmal gegen den einen da oben. Und
ja, natürlich überall Bomben versteckt. Und ihr seht das schon, es ist die gleiche Bestie eben, der Jennek gemacht hat. Die hat sich dann der Zehner geschnappt. Da ist auch witzig, der Elfer schafft diese Base nicht, klar, mit Farmtruppen. Aber der Zehner packt die Base hier und mit Hox hier, und ihr seht das jetzt schon, hier außen sind schon relativ viele Gebäude, die natürlich jetzt noch geklinkt werden müssen. Das schaffen die Hox dann auch zeitlich nicht komplett. Jetzt hat er noch 1, 2, 3, 4 Magier und mal sehen, wo er jetzt gleich auch die beiden Kobolde einsetzt, denn die wird er sicherlich ja hier unten auf das Lager und hier oben auf das Lager, und die wetzen jetzt die Messer und helfen einfach so ein bisschen beim Cleanup. Kann man machen. Ich finde, Kobolde im Clankrieg, im kleinen Stil, kann man die ruhig mitnehmen, gerade für solche Geschichten hier, wo es darum geht, nochmal ein bisschen für Ordnung in der Base zu sorgen, also für den Cleanup. Aber er hatte hier natürlich auch reichlich Hox, die haben sich jetzt geteilt, glücklicherweise. Und die tapsen jetzt zwar noch in die eine oder andere Falle, aber alle werden die natürlich nicht mehr drauf gehen. Und ich denke, hat er gut gemacht hier. Nummer 10 auf Nummer 9. Und was mich besonders gefreut hat hier im oberen Bereich, Luftangriff. Habe ich hier im Clan noch nicht so gesehen. Und seit geraumer Zeit ist der Rookie hier mit dabei. Und ich kenne den Rookie aus vergangenen Tagen oder Zeiten, sage ich mal. Nämlich von Betays. Dort haben wir schon zusammen gekämpft. Ich weiß nicht, wie er hier reingeraten ist, aber ich finde es natürlich sehr, sehr gut. Und es ist eine echte Bereicherung hier im oberen Bereich. Haben wir sowieso im Moment 10, 11 und 12 sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Und dann hier mit so einem wirklich minimalisten Killsquad hier in die Base reinzukommen, nur um die Clanburg zu schaffen, das ist natürlich sehr, sehr cool. Und um die Queen da wegzukriegen. Und jetzt kommt er hier mit Hunden, mit Maxed Hunden schon und den Maxed Luftballons in diese Base rein hier. Und die fliegen eigentlich erstmal sehr, sehr gut, worden dahinter. Super auf Luft gestellt, mal sehen. Fähigkeit hat er jetzt schon gleich zu Anfang genommen, ist auch, denke ich mal, gar nicht so schlimm gewesen, denn die hatten jetzt einen etwas längeren Weg Richtung Adler und Richtung Rathaus, und deswegen, ja, war das eine ganz, ganz enge Kiste hier, und ich glaube, da saß die Warden-Aura und die Fähigkeit absolut richtig zu dem Zeitpunkt, denn, ja, die Loons kriegen natürlich die ganze Zeit jetzt Beschuss, und hat er aber, glaube ich, gut gelöst hier im Bereich. Jetzt werden es allerdings immer weniger Loons. Und jetzt fliegen die nochmal zurück. Das ist dann immer sehr, sehr ärgerlich. Schaffen aber noch den Inferno hier. Und X-Bogen. Ja, die Luftabwehr. Die Luftabwehr ist jetzt ein bisschen stark. Und man kann jetzt eigentlich schon sagen, Mann, das wird eine ganz, ganz enge Kiste hier. Und Queen ist allerdings noch zündbar. 10 Lakaien hat er noch dabei. Einen Riesen und eine Bogenschützin. Und die kann man jetzt natürlich super, super geschickt noch einsetzen, damit das hier noch ein Dreier wird. Mal sehen, wie er das hier gelöst hat. Also ich weiß schon, wie er es gelöst hat. Erstmal hier jetzt den Riesen einfach vorgeschickt, einfach so als Futter, dass erstmal noch nichts auf die Queen und auf die Lava-Puppies geht. Denn hier ist der Bogenschützenturm, der schießt natürlich auf Boden und Luft. Lässt jetzt erstmal die Luft in Ruhe, aber der X-Bogen macht jetzt leider zumindest schon mal 2 Puppies hier weg. Und er hat immer noch 9. Lakaien hier jetzt im Heck. Jetzt wird es natürlich hier sehr, sehr schwer, mit den Lakaien noch was zu reißen, gar keine Frage. Hier ist noch eine Luftabwehr und ein auf Boden Luft gestellter X-Bogen. Kriegen jetzt auch nochmal richtig Feuer, und er kommt jetzt hier nochmal von rechts. So, das allerletzte Mittel, denn die Luftabwehr kann ruhig stehen bleiben für die Queen. Ah, oh, schade, Queen weg. Und jetzt wird das hier, das wird so, so knapp. Na, schafft der Lakai? Ah, der Lakai schafft das nicht. Der Kai schafft das leider nicht, und der auch nicht. 98%. Trotzdem fand ich diesen Angriff sehr, sehr gut, und ich denke mal, auch so ein 2-Sterner in diesem Bereich hier. Super Angriff. Sehen wir hier viel zu selten. Ich probiere mich ja immer mit Luft, aber der Rookie hier kann es einfach besser, und hat er wirklich super gemacht. Wir haben den Clankrieg auch gewonnen. 72-63 am Ende, denn doch relativ deutlich. Wir sind der Meute dann also doch mal wieder so ein bisschen weggelaufen. Und nur 3 Sterne hier oben offen gelassen. Das ist natürlich echt super. Unsere Bases hier haben sehr, sehr gut gehalten. Ich war in dem Clankrieg ja noch nicht mit dabei, weil mein Warden noch im Ausbau war. Und im Gegenzug, ja, hat dem Rookie seine Base hier super gehalten. Also von daher alles richtig gemacht hier in diesem Clankrieg. Und wir sind auch schon wieder aktuell in einem, zeige ich euch aber in einer anderen Folge, ist auch eine ganz witzige Sache. Und ich hatte es ja gesagt, bei mir laufen jetzt schon seit 2 Tagen, oder seit 1,5 Tagen, die Lava-Hunde, die passen natürlich super zu meinem Loons.
Ich bin sehr gespannt, wie das hier im Clan weitergeht, denn unsere Serie ist mal wieder so ein bisschen am Trudeln. Ich hoffe, die Woche zum Samstag hat euch ganz nett gefallen. Wir werden uns in jedem Fall sehen und hören. Mal sehen, wie. Bis dahin, euer Toto Eschner.